Wo Berlin ist, wird gebuddelt und wo gebuddelt wird, arbeiten moderne Maschinen. Allein die Zahl der Bagger im Bauhauptgewerbe ist in den letzten 8 Jahren von 68 auf 155 gestiegen, hat sich also mehr als verdoppelt. Die Folge? Baggerführer sind auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu haben. Aus diesem Grunde hat die Fachgemeinschaft Bau jetzt Winterlehrgänge eingerichtet, die den Mitgliedern dieser Organisation Gelegenheit geben, Arbeiter auf diesen Beruf vorbereiten zu lassen. Ein solcher Lehrgang dauert 8 Tage. Er umfasst theoretischen Unterricht über Schmiertechnik und Reparaturen, Informationen über Unfallverhütungsvorschriften und praktische Fahrübungen. Die verschiedenen Typen der Autobagger, die Sie hier sehen, stellen heute den Löwenanteil bei den Baumaschinen. Bei etwa 20 PS 3 Tonnen Tragkraft. Listenpreis rund 30.000 Mark. In den Händen eines Baggerführers liegen also große Verantwortung und ziemliche Werte. Darum erstreckt sich der normale Ausbildungsgang vom Hilfsarbeiter über Schmierer, Maschinist bis zum Baggerführer über 4,5 Jahre. Die technische Entwicklung ist diesem Zeitplan jedoch längst über den Kopf gewachsen. Umgeschulte Kraftfahrer, Friseure und Gartenarbeiter sitzen heute oft hinter den Lenkhebeln der Autobagger und machen nach kurzer Einarbeitung diesen Dienst. Der finanzielle Anreiz ist groß, denn es lohnt sich. Die Mindeststundenlöhne liegen zwischen 2,31 Mark und 2,71 Mark. Aber das ist graue Theorie. In der Praxis zahlt der Arbeitgeber seinem Baggerführer etwa 4 Mark pro Stunde. Die 8-Tage-Kurse bei der Fachgemeinschaft Bau sollen nun dazu dienen, bereits arbeitende Baggermaschinisten besser auszubilden und Nachwuchs anzulernen. Denn noch reißen sich die Arbeitgeber ihre Maschinenführer gegenseitig aus den Händen. Kurse für Planierraupenfahrer werden sich anschließen. Und im nächsten Winter sollen hier Männer für die Arbeit an Betonmischern und Turmdrehkränen ausgebildet werden.